Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Let's Play Together Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Hallöchen! Wie ihr gehört habt, ist Mina Sharina wieder bei mir. Ja, ich bin wieder tatkräftig dabei. Ich unterstütze wieder tatkräftig, meinte ich eigentlich. So, was gibt's denn hier in diesem Hotel? Gar nichts. Ah, schade, ich dachte, es wäre eine Tür. Ja, dachte ich auch. Ja, okay, scheint nicht viel zu sein. Warte, ich komm schon hinterher. Man ist ziemlich nah aneinander gebunden. Nicht mal den ganzen Bildschirm kann man ausnutzen. Das finde ich etwas schade. Da ist die Schmiede. Ha. So, da müssen wir hin. Jetzt kriegen wir eine Axt. Ja. Gib uns deine Axt. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Oh je. Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Aber Schwert wollten wir nicht, ne? Wir wollten eine Axt. Also eigentlich will ich, dass dir das Schwert aufbessert, aber sagen wir mal nach klar. Hey, du hast nicht gesagt, dass das kostet. Okay, gib her. Fertig. Hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Oh. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Du bist der Schmied, sag du mir das. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Okay. Langsam geht mein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll! Ja, schön. Dann versuche ich jetzt, eine Mana-Axt zu schmieden. Komm doch später wieder. Okay. Klingt ja gut, sonst hätte ich das Geld zurückgefordert. Ah, guck mal, mein Schwert sieht jetzt anders aus. Ja, ist nicht mehr so rötlich. Genau. So, kann man da sehen, was das macht? Nein. Wundertau. Das ist doof, man könnte wenigstens eine Erklärung dazu haben. Breitschwert, 29. Jetzt ist es stärker als die Lanze. Soll ich auch nochmal dahin? Vielleicht macht er meine Lanze besser. Kannst du auch machen. Moment. Nicht schlagen. Obwohl, ich muss doch drücken, schlagen. Ne? Die Axt ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Gut, gut. Okay, ja, was heißt später? Müssen wir jetzt hier raus und wieder rein? Wir suchen das mal. Das ist immer schön, wenn das funktioniert. Okay, die Axt ist schade. Noch nicht fertig. Ja, gucken wir noch mal, was wir jetzt noch machen können. Hier gibt es doch bestimmt auch sowas wie einen Bürgermeister oder sowas. Burger King? Ich hab gedacht, du sagst das. Hier gibt's bestimmt einen Höhlenmeister. Was ist das? Ups, Entschuldigung. Gehen wir mal rein. Ich hab die Laufentaste gedrückt. Wie kann ich helfen? Kaufen, verkaufen. Ja, gut. Kraftarmband. Das ist nicht unser Tomatenband. Nee. Das ist was Besseres. Armband. Bronzekette. Wie viel kostet das Armband? 150. Dornenweste. Kettenweste. Kettenweste hab ich, ne? Schlachtrobe, 22. Wow. Eisenhelm, 70. Der bringt bestimmt mehr als mein Haarband. Ja. Wolltest du vielleicht mal wechseln. Und das ist nicht für uns geeignet. Dornenweste. Ich kauf mal eine, ja? Ja. Und ich kaufe aber zwei von diesen Armbändern, von den Kraftarmbändern. Dann reicht es, glaube ich, auch erstmal. Ja. Jetzt können wir uns kein Fass mehr leisten. Oh. So. Gucken wir doch mal, was haben wir denn hier so? Jetzt können wir wieder verkaufen, ne? Obwohl erstmal anziehen. Genau, entschuldige, ich bin etwas zu schnell. So, statt 2 habe ich 7. Ja, das klingt doch gut. Klingt gut, ja. Ah, ich vergesse immer, dass man doppelt drücken muss. Statt 1, 4. Klingt auch gut. Ja. Statt 3, 13. Oh. Ich meine, du hast schon 10. Für dich ist ja nicht ganz so krass der Unterschied, aber. Ja, dann verkaufe ich erstmal meine Sachen. Mhm. Verkaufen wir das Tomatenband. Und. Ja. Diese überflüssige Weste.
So. Hey, jetzt können wir uns wieder ein Fass leisten. Yay. So, zieh du dir erstmal das Kraftarmband an. Wo haben wir dich? Ich gehe wieder in die falsche Richtung. So, und was hatten wir noch? Hatten wir da überhaupt noch was? Nee, noch nichts. Also, wir können dir jetzt noch was kaufen. Was ist das da? Das ist das, was du vorher hattest. Ach so, okay. Diese Bronzekette hattest du vorher. Nein, 1-1. So, soll ich dir jetzt noch, wir können dir jetzt noch die Weste kaufen. Die Dornenweste? Ja. Ja, warum nicht? Wir haben ja 971. Okay. So, dann können wir danach ja auch deine vorherige wieder verkaufen. Aber das ist die falsche? Ich kann die gar nicht anziehen. Oh. Ja, okay. Das war natürlich dann ein Fehlkauf. Egal, kann man die wieder verkaufen. Ja, war ein Verlust. Habe ich mir schon leider verguckt. Kann er sie wieder haben. Ich mach Gebrauch von meinem Umtauschrecht. Ich möchte den Manager sprechen. Ja, stimmt. Kettenweste kannst du. Und die hast du auch, glaube ich, schon. Ja, die habe ich schon. Na gut. Vielleicht hat das jetzt schon gereicht, Sachen zu kaufen. Ich will die Axt jetzt haben. Ich meine, wir können mal gucken, was hier noch ist. Lauf mal gegen die Wand. Ja, du bist mal schnell. Willkommen im Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Vorstellung beginnt schon in wenigen Minuten. Sieh es dir an. Ja, wahrscheinlich muss ich das jetzt tun, ne? Herrlich. Gehen wir ins Theater. Dann müssen wir uns aber erstmal noch schick machen. Im Zwergentheater. Wow. Irgendwie kann ich nicht gehen. Treten Sie ein. Das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Hallo. Gleich geht es los. Eintritt kostet 50. Was? Dann eben nicht. Ich befürchte, wir müssen uns das angucken. Oh nein. Egal, komm, gucken wir uns das jetzt an. Wahrscheinlich auch nur pro Person. Hoffentlich nicht. Okay. Ausnahmsweise. Da muss die Vorstellung auch gut sein. Ruhe bitte! Bis da muss man nur gehen. Hätte man auch schon zuschauen können. Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie. Ein gelber Pogo-Puschel. Die sind immer gelb. Zumindest bisher. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Oh ja. Es kann sogar Pogo tanzen. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Seufzt. Nein. Schluchz, ich bin ja so traurig. Das ist die dritte, ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich die dritte Person. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr. Selbst 100 Goldmünzen würden schon reichen. Das sind doch schon ziemliche Geldausbeuter. Ja, aber komm. Ja, warum nicht? Hab Dank. Damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Ist die jetzt größer geworden? Ja, die ist größer geworden. Ist die Geld und wird dann größer? Ist die so wie Mario, wie Pilze ist? Jetzt
Gehen wir nochmal zum Ältesten. Und verlangen unser Geld zurück. Und war ich überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Hehehe. Wir wurden über den Tisch gezogen. Ein Spion! Er hat alles gehört! Also, wir... Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Hihi! Komm, gib ihm sein Geld zurück. Das ist ja langweilig, Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Gut. Dankeschön. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Ich glaube, die will ich gar nicht in meinem Team haben. Kann ich drücken, also. Okay. Ja. Achso, wir können wieder. War eigentlich mit der Rede. Tut uns leid. Wieso mir nicht? Ja. Geh auf die Bühne. Du gehst durch die Wand. Lalalalalalalala. Krieg ich jetzt auch Geld? Ich geh mal drüber. Tut uns leid, wieso mit. Ja, wir haben die gar nicht nochmal gefragt. BP oder was? Ja, tut uns leid. So, hoffentlich können wir jetzt die Axt holen. Wow! Oh oh. Was zum. Oh nein, wahrscheinlich die nächste Endgegner. Oh Gott. Diesmal bist du dabei. Ach, zum Glück haben wir uns eben aufgelöst. Ach, das ist jetzt aufgelöst. Was ist das? Ja, die Musik auf jeden Fall wieder. Ja. Ein Kaktus. So, schön immer noch den richtigen Knopf halten. Und dann rein. Man kann die Dinger hauen. Komisch, aber das ist die ganze. Ja. Kann ich weiter nach links übrigens? Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob da der Tentakel inzwischen wieder ist. Ja, aber der Gegner ist deutlich angenehmer als der erste. Nö, ich komme da nicht dran. Da muss ich mich um den kümmern. Ich weiß nicht, wie es hieß, aber irgendwie war es gerade ein Volltreffer. Das war's, du hast Musik. Okay. Wir freuen uns. Yay! Jetzt kriegen wir die Axt gratis, oder? Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Ah. Jetzt kann deine Lanze aufgelevelt werden. Ich danke dir. Übertreib nicht so, er wird noch eingebildet. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschämt wurde.
Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Hoppla. Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Koboldin heilen. Amne, was? Egal, auf zum Lavatempel! Okay, aber nicht alleine, es gibt zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Koboldin in den Lavatempel begleiten? Naja, bitte nicht, die ging eigentlich auf den Nerv, aber okay. Das ist sehr nett von dir. Ah, okay. Hey, alte Socke. Alte Socke? Ich heiße Quaku. Okay, okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Gib der kleinen Koboldin einen Namen. Wie nennen wir die? Ja, es ist eine gute Frage. Kobi. Okay, wenn es passt, nennen wir sie Jackie. Nein, nicht JZ. Du hast es aber auch mit dem Z. Ja, irgendwie habe ich es nicht so mit dem A. So, Jackie. Jackie, was soll denn das für ein Name sein? Das klingt eher, es klingt wie eine Krankheit. Ja, deshalb ja, passt es ja auch. Schließt dich an. Ich finde das schade, dass man nur Großbuchstaben nehmen kann. Ja, das mag ich auch. Es wirkt dann immer so geschrien. Ja, nee, geh weg von mir. Ich mag dich. Ja, ich glaube auch. Ah, genau, die hatten Boomerang. Ja. Viel Glück. Den Lavatempel erreicht er durch das Loch dort. Keine Ahnung. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Hexenwald wieder. Das heißt, wir brauchen jetzt die Axt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden in das Hexenwäldchen und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Willst du Pfeil und Bogen benutzen oder lieber deine Lanze? Kommt drauf an, was mehr bringt. Da fällt mir ein, Berti, der Schmied, hatte ich schon gesucht. Ah ja, genau, unsere Axt. Ja, und jetzt kann vielleicht auch deine Lanze aufgebessert werden. Ist das jetzt hier das Dorf? Ja, Schmied. Es ist seltsam, ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, ein schöner Boomerang, warte. Ich glaube, halt mal diese Axt. Hä? Kapier ich nicht. Aha, wie ich vermutet habe, die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Ach so. Nur in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt, eine mächtige Waffe. Das heißt, ich muss sie nehmen, du kannst sie nicht nehmen. Ja. Für 100 Goldmünzen gehört sie dir. Das ist ein bisschen dreist. Ja, ist okay. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du zuvor einen Waffenorb gefunden hast. Jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Okay, dann sind wir ja mal gespannt. Ja, aber ich würde jetzt erstmal gerne die Lanze noch zur Mana-Waffe machen. Tag. Bis bald. Welche Waffe soll erneuert werden? Die einzige, die möglich ist. Lanze 1. Okay. Bitteschön. Ja, gehen wir mal. Wobei, wir können noch im Laden für die Jackie Zusatz kaufen. Die hat nur 40. Ach, kaufen wir irgendwo anders, oder? Ja, muss ja jetzt noch nicht sein. Was ist das dämlich? Hier in der Treppenstufe 1. Ach, hier sind wir. Ja, dann, wenn du möchtest, kannst du... Ich glaube, bei ihm sind Sachen teurer. Aber... Speichern kostet nichts, oder? Speichern kostet nichts. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Nee, speichern haben wir gerade schon getan. Dann kaufen wir jetzt einfach mal Sachen für sie. Ja, aber guck mal, im Zwergendorf gab es viel mehr, also gehen wir ins Zwergendorf nochmal zurück. Wobei, ich guck noch mal kurz nach, wie teuer dieser Katzenhut war. Vielleicht gibt's ihn auch nur bei der Katze. Der kostet da 90, die Puschelmütze.
Können wir nämlich mal die Preise vergleichen, wenn es das im Zwergendorf gibt. Und du gehst einfach runter. Ja, entschuldige. Ist doch egal. Ach so. Bin ich jetzt in die falsche Richtung? Nein. Aber dann wir können doch einfach raus, oder? Ich wollte doch im Zwergendorf Sachen kaufen. Ach so, im Zwergendorf. Entschuldige. Das ist ja da unten. Da. Ich war irgendwie wieder sozusagen außerhalb der Höhle. Aha. So. Guck mal, 45, das kostet nur die Hälfte. Boah. Dieser Kater ist zwar praktisch, weil er überall ist, aber kostet es das Doppelte. Aber bevor ich das mache, gucke ich lieber nach, was die überhaupt alles hat. Ach, da war ich ja schon. Okay, die hat noch nichts davon an. Die hat noch nichts davon. Die hat das... Die Schlachtrobe hat sie. Okay. Sonst hat sie noch nichts. Dann spendieren wir ihr mal die Puschelmütze. Da kann man noch nicht mal sehen, wie viel die bringt. Die Übersicht ist da echt nicht klug. Oh, die kann die Dornenweste anziehen, aber ich glaube, die hat genauso viel. Die hat auch 13. Und die kostet 22 für... Nee. Ja, und die hat auf der Pferd, die grüne schon. Ja, und dann nehmen wir ihr noch ein Kraftarmband, ja, und das sollte dann reichen. So. Ach, ich muss jetzt einen Charakter wechseln. Wie mache ich das denn? Ah, mit Select. Also man kann doch komplett da durchwechseln. Du könntest jetzt auch mich übernehmen, aber... Nö, ist ja nicht. Muss nicht sein. So. Von 0 auf 5, das ist schon mal gut. Von 0 auf 4. Ah, okay. 13 statt 7, aber das lassen wir erstmal. Ist zu teuer. Aber kann ich denn jetzt überhaupt alle Waffen auswählen? Ja, okay. Könnte ich. Aber ich bleib erstmal bei meinem Schwert. Ist jetzt eigentlich die Lanze grundsätzlich aufgelevelt? Ja, ne? Das ist nicht ja, persönlich. Würde ich sagen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode mal wieder. Und beim nächsten Mal geht's dann zu dritt ab ins Hexenwäldchen. Und hoffentlich besiegen wir da mal die Hexe. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.